Eine 32 Jahre alte Autofahrerin aus Firnheim kam am Donnerstagabend gegen 21 Uhr mit ihrem Chrysler Sebring auf der Landesstraße 631 bei Heddesheim mit ihrem PKW von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Barke. Die Frau war in Richtung Firnheim unterwegs und verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge fuhr sie gegen eine Warnbarke, schleuderte nach rechts von der Fahrbahn, durchfuhr starkes Buschwerk und blieb schließlich an einem Baum hängen. Die Autofahrerin und zwei Mitfahrerinnen wurden dabei verletzt. Während der Aufprall für die Fahrzeuglenkerin glimpflich verlief, mussten die beiden 30 und 24 Jahre alten Beifahrerinnen ins Krankenhaus gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Unfallfahrerin offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Die Beamten veranlassten deshalb eine Blutprobe. Am Unfallort und am Fahrzeug der 32-Jährigen entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die Landesstraße 631 musste während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung des Unfallfahrzeugs bis gegen 22.45 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.